Moin Moin, Miro hier. Ja, was eigentlich ein spontanes Video aus dem Park werden sollte. Denn wie ihr seht, das Wetter ist wunderbar, es ist schön warm, aber auch nicht zu warm für mich. Schöne Brise. Naja, daraus ist dann nicht wirklich was geworden. Ich habe es trotzdem durchgezogen und aufgenommen, aber ihr seht das. Es geht ein bisschen Wind, zwischendurch sogar sehr viel und die Audioaufnahme, naja, die kann man jedenfalls wegschmeißen. Also ich vertone nach. Und in diesem Video geht es eigentlich eher um ein bestimmtes Messer. Ich habe daraus aber einen Pocket Dump gemacht. Und ihr seht hier direkt das erste, mein Samsung Galaxy S5. Mein Vorgängerhandy ist ja kaputt gegangen und der liebe Heidi hat mir dann Ersatz beschafft. Vielen Dank an der Stelle. Weiter geht's mit meiner neuen Brieftasche, der Slim Fold. Ziemlich dünnes, cooles Teil und es gehen sogar Scheine rein. Und dann mein Schlüsselbund mit Karabinerhaken, jetzt diesmal von Sanremo. Ja, so ganz zufrieden bin ich mit der Lösung nicht. Man kann ihn gut anhängen, relativ platzsparend, aber in der Hose ist es dann doch ein bisschen auftragend. Trotzdem, es passt alles dran, was wichtig ist, zum Beispiel das Tool für Einkaufswagen, meine Taschenlampe, die Fenix F1, das ist die lichtschwächste, aber dafür auch mit einer unfassbar tollen Akkulaufzeit, mein KeySmart für die Schlüssel und natürlich mein Victorinox, ehemals Manager, jetzt Rambler, denn der Zahnstocher, der wurde jetzt reingepackt statt dem Stift. Aber ich finde, es hat sich total gelohnt. Es ist ein richtig schönes Teil geworden mit Mikata-Griffschalen. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Das war es auch schon zum Schlüsselbund und damit kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Darauf habt ihr alle sicherlich gewartet und ihr seht schon an der Silhouette, yep, das Spyderco UKPK. Wie ich finde, ein geniales Messer. Nicht nur ist es 42A-konform, nein, es ist auch wirklich ultra leicht. Die Griffschalen sind ganz toll von der Textur mit dem FRN. Und die Klinge ist super schneidfreudig, schmal, eben einhändig zu öffnen, weshalb ich es mittlerweile auch dem Burger City Tool 1 vorziehe. Also nicht umsonst hat das UKPK seinen tollen Ruf und ich finde es einfach nur unfassbar gut. Ist eine tolle Variante hier für Deutschland, wenn man 42A-konform durch die Gegend laufen will. So ziemlich jedem anderen Land der Welt kann man es auch mit sich führen. Also wirklich cool. Der Pocket Clip übrigens gefällt mir immer, immer besser. Ich trage das Messer jetzt mittlerweile gerne direkt an der Hose und wie ihr sehen könnt, mit der Fingermulde klappt die Klinge ja auch nicht wieder zurück auf den Finger. Das heißt, dass es Slip Joint ist überhaupt kein Problem. Für mich ist es jedenfalls kein Wunder, dass das UKPK so ein Klassiker geworden ist. Und ja, mit diesem Lobgesang möchte ich das Video auch beenden. Und zum Schluss, warum nicht ein kurzer Timelapse? Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.